Der frühere BVB-Profi Kevin Großkreutz spielt in der kommenden Saison für den Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen. Jetzt hat der Weltmeister von 2014 verraten, dass sich Ex-Trainer Jürgen Klopp mit ihm über den Wechsel gefreut hat. In der Dortmunder Gaststätte mit Schmackes könnten sie an den nächsten Samstagen das ein oder andere Mal in die Bredouille kommen. Die Gaststätte in der Hohe Straße betreibt nämlich unter anderem der ehemalige Fußballweltmeister Kevin Großkreutz. Und deshalb werden auf der Leinwand neben Spielen von Borussia Dortmund auch immer die von Großkreutz aktuellem Verein übertragen. Das passte bisher immer ziemlich gut, denn die Spiele der Zweitligisten VfB Stuttgart und Darmstadt 98 überschnitten sich nicht mit Erstligapartien des BVB. Künftig spielt Großkreutz aber nur noch in der dritten Liga und auf diese nimmt die Bundesliga keine Rücksicht. Sollte Großkreutz neuer Verein KFC Uerdingen also am Standardtermin Samstag 14 Uhr spielen und der BVB am selben Tag um 15.30 Uhr, werden sich die Partien rund 20 Minuten überlappen. Die KFC-Partien würden aber sicherlich gezeigt, kündigte Großkreutz in einem Interview der Rheinischen Post an, ich lade jetzt schon alle Uerdingen-Fans ein, zu kommen. Genießen könnten sie dort neben dem Ruhrpott Carpaccio, einer doppelten Currywurst mit Fritten und Salat, auch noch den Weltmeistersalat. Die Terminüberschneidung zeigt aber, Großkreutz, seit vergangener Woche 30 Jahre alt, ist 4 Jahre nach dem WM-Titel wieder eine Stufe tiefer angekommen. Großkreutz hat körperlich noch zu knapsen, seit dem Triumph von Rio, bei dem er im Finale schon ein wechselbereit an der Seitenlinie stand, ging es ziemlich regelmäßig bergab für den gebürtigen Dortmunder. Nach dem Abgang seines Förderers Jürgen Klopp 2015 wechselte Großkreutz zu Galatasaray Istanbul. Für den Klub absolvierte er wegen Problemen beim Transfer aber kein Pflichtspiel. Er ging erstmals in die 2. Liga, sein Vertrag in Stuttgart wurde im März noch vor dem Aufstieg aufgelöst, weil er mit mehreren Jugendspielern des Vereins durch das Rotlichtviertel gezogen und in eine Schlägerei geraten war. In Darmstadt hatte er zuletzt keine Perspektive mehr. Und auch in der dritten Liga genießt Großkreutz keine Sonderrechte. Trainer Stefan Krämer monierte kürzlich den Fitnessrückstand seines prominentesten Spielers. Körperlich hat er noch zu knapsen, dennoch ist Großkreutz von seinem Schritt überzeugt. Zum DFB-Pokalsieger von 1985, damals noch unter dem Namen Bayer Uerdingen, hatte er bisher keinen großen Bezug, betonte aber auch, wenn das zum größten Teil zeitlich vor meiner Geburt lag, weiß ich schon, dass Uerdingen mal zu den deutschlandweit besten Teams gehörte, vor allem habe ihn das Konzept überzeugt. Und auch die Nähe zu Dortmund war für den Familienvater verlockend. Bei Klopp hat er sich extra die Meinung eingeholt, Jürgen Klopp ist über die Jahre sogar zu einem Freund geworden. Er hat mir zum Wechsel nach Uerdingen gratuliert und gesagt, dass ich jetzt Gas geben soll, ein Aufstieg sollte es schon sein, das will der gesamte Verein weiterhin tun. Nach dem zweiten Aufstieg hintereinander träumt so manch einer beim KFC sogar vom nächsten Durchmarsch. Präsident Michael Ponnemeru hat die zweite Liga innerhalb der nächsten 4 Jahre als Ziel ausgegeben. Dass es insgeheim viel schneller gehen soll, beweisen die Transfers von Großkreutz weiteren Ex-Bundesligaspielern wie Stefan Aigner und Maximilian Beister oder auch Manuel Konrad, der in der Vorsaison Leistungsträger beim Zweitligisten Dresden war. Auch Großkreutz ist ambitioniert, ich habe in Uerdingen für 3 Jahre unterschrieben. Und ein Aufstieg sollte es schon sein.